Konspirativ und glatt. Die freie Bildung verkauft. Ohne Moral. Missachtung an den Menschenrechten. Finanzielle Hürde für Bildung. Ohne Würde. Ein fleißiger, zielstrebiger Student. Stets bemüht und bereit, alles zu geben. Viel Zeit zum Nachdenken hat er nicht. Denn Zeit ist Geld und davon braucht die Wirtschaft viel. Für die Qualitätssicherung bezahlt er seine Studiengebühren. Denn Bildung wurde Handelsgut und persönliche Bedürfnisse Luxus. Mit etwas mehr Zeit für Bildung hätte er vielleicht gewusst. Seit 1973 gilt laut Bundesgesetzblatt Seite 1569, Bildung muss von der Grundschule bis zum Studium an einem höheren Schulwesen unentgeltlich sein. Das heißt, Bildung darf nicht gehandelt werden. Denn nach Artikel 13 Absatz 2 dieses gültigen UNO-Sozialpaktes wurde er Opfer von einem Verbrechen gegen Menschenrechte. Um Machthaber finanziell zu stützen, geben wir fortwährend Ideale und Freiheiten auf, wie den freien Zugang zur Bildung. Und verbauen so Generationen von möglichen Genies den Zugang zur Wissenschaft, zur Wirtschaft und somit Verbesserung unserer Gesellschaft. Es ist verantwortungslos, an der Zukunft zu sparen. Es ist zynisch, dabei zu meinen, lernen kann man auch im Leben noch genug. Und die Menschenrechte? Um die kann man sich sonst wo kümmern. Menschenrechte kennen und achten statt...